Die Season 2 wurde doch jetzt tatsächlich nochmal um eine Woche verlängert. So wurde auch der Termin für das Doomsday Live Event verschoben. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal, denn wir haben fast die 120.000 Abonnenten erreicht. Moin Freunde, heute habe ich extrem spannende Informationen für euch. Einerseits betrifft es die jetzige Season, andererseits betrifft es das Doomsday Live Event. Und auch heute verschenke ich wieder viele coole Skins an meine Zuschauer. Wenn du auch mal einen bekommen möchtest von mir, ganz einfach meinen Creator-Code, der Fruchtzwerg, eintragen und mir dein Ingame-Name unten in die Kommentare schreiben. Wie man jetzt sehen konnte, so einfach kann es gehen, bei mir hier einen Skin zu gewinnen. Wie Epic Games jetzt selber offiziell bestätigt hat, wird die Season 3 um eine Woche nach hinten verschoben. Der Starttermin wurde jetzt auf dem 11. Juni gelegt. Bedeutet dann logischerweise auch für das Doomsday Live Event, dass dieses auch um eine Woche nach hinten verschoben wurde, und zwar genau auf den 6. Juni 20 Uhr. Bedeutet dann natürlich auch für morgen, dass das Ganze dann ausfallen wird. Das heißt, alle, die jetzt dachten, hey, morgen 20 Uhr, Live-Event, die haben sich jetzt leider getäuscht. Morgen fällt das Ganze aus. Ich kann euch aber versichern, trotz dieser Verschiebung werde ich am 6. Juni zum Live-Event dann hier auf meinem Kanal streamen. Durch diese einwöchige Verlängerung der Season 2 haben natürlich auch automatisch alle Fortnite-Spieler mehr Zeit, was die Battle Pass-Herausforderungen angeht. Also wenn euch da noch so ein bisschen was fehlt, dann seht es ein bisschen positiv. Ihr habt da jetzt einfach noch eine Woche mehr Zeit, diese dann auch fertig abzuschließen. Dennoch da die Frage an euch, wie findet ihr denn das, dass die Season 2 jetzt nochmal verlängert wurde? Hashtag gut oder Hashtag schlecht? Jetzt unten in die Kommentare mal schreiben. In der Season 2 kam es ja jetzt schon öfters vor, dass wir in den Live-Events, die stattgefunden haben, dass wir da kostenlose Belohnungen erhalten haben. Und in einer meiner letzten Videos habe ich das Ganze ja auch schon thematisiert, dass wir nämlich ein kostenloses Geschenk zum Doomsday Live-Event erhalten werden. Und seit dem letzten Update gibt es da jetzt neue Informationen, denn es wurde in den Gamefiles jetzt ein neuer Skin gefunden. Und dieser Skin soll laut den Gamefiles nicht in den Itemshop kommen, denn er trägt als Quellcode den Namen Live Event. Und das bestätigt ja eigentlich schon, dass dieser Skin dann auch in dem Geschenk enthalten ist. Von welchem Skin ist jetzt hier aber die Rede? Natürlich vom Jonessy Skin. Der wurde jetzt in den Gamefiles gefunden. Und der Jonessy Skin, ihr seht es auch schon, trägt einen Anzug und das sieht halt gar nicht so scheiße aus. Also gefällt mir auf jeden Fall. Da denke ich, kann man auch gute Skin-Kombinationen machen. Falls ihr übrigens noch irgendwelche coolen Skin-Kombis habt, dann her damit. Auf Instagram könnt ihr mir natürlich alle eure Skin-Kombis zusenden. Aber genau, um den Skin geht es jetzt, und ich habe ja auch in den vorherigen Videos das immer wieder auch schon hervorgehoben, dass in dem Geschenk auf jeden Fall ein Skin sein wird. Allerdings wusste ich da noch nicht, um welchen Skin es sich da handelt. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch echt schwer, genau um hundertprozentig zu sagen, welcher Skin das denn genau sein wird. Was meine Annahme da aber auch nochmal bestätigt, ist natürlich jetzt die Verlängerung der Season 2. Denn nach meiner Meinung muss Epic Games uns da auch irgendeine Entschädigung geben, weil die Season 2 jetzt einfach nochmal um eine Woche verlängert wurde. Das Live-Event, das wurde um eine Woche verschoben. Viele haben sich ja jetzt sicherlich auch darauf eingestellt, dass wir morgen dann das Live-Event um 20 Uhr haben werden. Und was Besseres gibt es da ja eigentlich gar nicht, als einen kostenlosen Skin zu bekommen. Da können wir dann also schon mal ganz gespannt sein und uns natürlich auch auf die neue Season 3 freuen, die dann ja am 11. Juni starten wird. Und jetzt auch noch schnell ein fettes Dankeschön an drei meinen Unterstützern. Da einmal ein fettes Dankeschön an dich, Tiggy. Du supportest mich, hast dir auch was Cooles gegönnt, also da vielen Dank für deinen Support. Da auch ein fettes Dankeschön an dich, David, also Kuss geht raus. Und auch Jamie, du supportest mich ebenfalls. Vielen, vielen Dank und natürlich auch fettes Dankeschön an jeden anderen Unterstützer. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann mein Däumchen nach oben da lassen, würde mich freuen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, mach es gut und auf Wiedersehen. Ciao.